So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir gehen jetzt rein in die zweite Saison, also wir sind in der Vorbereitung für die zweite Saison und ja, schauen uns mal an, was jetzt uns so passiert und erwartet und ja. Wir haben eine Menge Geld, das einfach nur auf der Bank rumliegt. Wir sollten was davon in unsere Einrichtung investieren. Ja, so ist es. Und wir haben, ich habe mein Team ein bisschen neu aufgebaut. Wir haben jetzt ein bisschen uns an den Braun GP erinnert, beziehungsweise ein bisschen, ja, ein bisschen angelehnt, was das so betrifft. Jo, schauen wir mal auf jeden Fall. Charakter brauche ich jetzt nicht groß ändern, weil die, ja, haben wir ja soweit ganz gut. Teamdetails habe ich mir auch so ein bisschen überlegt. Ja, die Namen sind noch nicht aktualisiert. Okay, machen wir was anders. So, nochmal so. Wir werden einen neuen Hauptsponsor wahrscheinlich kriegen. Na, zumindest überlege ich mir das gerade mal. Jetzt haben wir den Punkt 15 Quadzutas-WM-Punkte. Das sollten wir ohne Probleme hinbekommen. Ja, warte mal. Gerade kurz gucken, was die Meile Kohle bringen würde. Ja, ich denke, das sollte hier. Mindestens Konstrukteurs werden. Ja, das sollte es hinkriegen hier. Wir nehmen uns das. Oder? Haben wir noch mal ein bisschen Kohle? 14,12. 300 Meisterschaftspunkte. Ja, mal gucken. 100. Mindestens auf dem dritten ab. Mindestens auf dem sechsten. Ja, ich nehme den Venus hier. Das ist, glaube ich, so das Einfachste. Ja, Team bleibt auf jeden Fall bei uns dabei. Und wir nehmen einen neuen Teamhersteller. Und wir nehmen Mercedes als neuen Motor. Das ist zumindest mal so. Unser Ziel, ja, ein bisschen mehr Performance, ein bisschen mehr Spezifähigkeit. Im Gegensatz zu dem Honda-Motor, der ja auf 90 nur fährt, 90, 75 fährt, haben wir mit dem Mercedes natürlich den besten Motor im Feld. Deswegen nehmen wir den auch und unterschreiben den Vertrag. So, Lackierung habe ich aufgearbeitet, Teamabzeichen wählen. Okay, das haben wir auch schon geändert. Teamfarbe haben wir auch schon geändert. Und dann gehen wir mal. Teamdetails, warte mal. Nee, Charakter kann ich auch nicht ändern. Ja, doch. Ist soweit okay, eigentlich. Mick werde ich behalten als neuen Teamkollege, der hat ja den Vertrag verlängert und deswegen gehen wir rein. So, jetzt kann man natürlich ein bisschen ändern, wie wir die Saison gerne hätten. Also die Corona-Saison kann man tatsächlich nicht fahren, weil da, wie gesagt, einige Rennen wie Nürburgring, Mugello und fehlen. Fahren wir die reguläre Saison? Ich überlege gerade, ob wir die reguläre Saison fahren. Oder ob wir dann die. Ob wir dann die Dingssaison fahren, die Corona-Saison versuchen zu fahren. Ja, wir machen es einfach ganz einfach. Wir gehen mal auf eine kurze Saison. Nein, wir nehmen die reguläre Saison. Feierabend. Wofür soll ich jetzt groß irgendwas ändern? So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Natürlich auf jeden Fall auf kurz, klar. Okay. Ja, ich denke, das macht so den meisten Sinn. Änderung bestätigt. Und da sind wir rein in der zweiten Saison. Autovorführung kam am 6. Wir können jetzt ein bisschen in die Upgrade. Wir gehen mal rein. Können ja jetzt ein bisschen Kohle investieren hier. Marketing. Warte mal. Personal. Aerodynamik. Wir machen mal einmal kurz komplett. So.
Genau, die haben wir ja durch. Dann machen wir mal so. Und dann haben wir das auch. Was wir da Punkten haben. Upgrade entwickeln. Nehmen wir mal rein. Okay. Was hältst du hiervon? Na, das nehmen wir doch mal mit. Gut. Und dann gehen wir mal rein in die Vorbereitung in die neue Saison. 12. Grand Prix, großer Preis von Australien. Zack, 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 die mal ein bisschen die noch ein bisschen Kohle raushauen. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn dann du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Ja, und das ist das neue Auto für die Saison 2 hier in F1 2020, mein Team. So wird es aussehen. Jo. Mal gucken, wie weit wir heute überhaupt das schaffen, auf die Strecke zu kommen. Wenn er jetzt ein bisschen. Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Das ist immer gut. Anpassung, warte mal. Autolackierung, Charakter ändern, Teamfarben, Abzeichen. Haben wir nicht irgendwie Sponsorenlogos, die tatsächlich so ein bisschen uns, die wir an die Autoskill bringen können? Sponsorensticker, da sind sie. Gut, das mache ich mit dem Controller tatsächlich dann auch. Farbe ändern. Annehmen. Warte mal, das ist ja vorne auf dem Farbe ändern. Jetzt habe ich noch von dem alten Team, von dem alten Minardi-Team. Ich mache jetzt die Sponsoren teilweise in schwarz und weiß, das ist jetzt für mich am einfachsten. So. Ja, ich habe leider nicht viele, leider nicht so viele Sponsoren. So, also schwarz definitiv. So, alle Sponsoren-Sticker sind auf dem Auto. Die Farben passen so. Ich hoffe, dass das jetzt alles so passt mit dem Auto, ja. So, okay, das passt soweit. Sponsoren sind durch. Dann gehen wir mal rein in die Vorbereitung auf die neue Saison hier in Australien. So, wir gehen mal rein in die Reifenauswahl. Wir werden die etwas weichere Mischung fahren und dann gehen wir ins erste Rennwochenende der neuen Saison. Mit dem neuen Auto, mit dem neuen Motor, mit allem neu. Und dann schauen wir mal, ob wir die Saison...
Entschuldigung, die Saison ein bisschen besser angreifen können. Das ist ja mal unser großes Ziel. Ein bisschen weiter nach vorne, dazu sagen sind wir ja Sechster geworden. In beiden Abschnitten sowohl Konstrukteurs als auch Fahrer-WM. Und ja, jetzt wollen wir ja mal vielleicht noch ein bisschen was Richtung Top 3 gehen. Das ist zumindest so das Ziel. Mal schauen, wie es in der neuen Saison wird. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bist bereit, die Meisterschaft noch einmal ins Visier zu nehmen. Ich bin wie immer an der Boxenmauer und versorge dich mit erstklassigen Informationen. Ja, und dann gucken wir mal rein, wie die neuen Teams überhaupt aussehen. Es sieht ja, so wie ich gerade sehe, oh nein, es ist Starkregen im Rennen. Das wird natürlich jetzt mal lustig. Okay, hoher Kontostand. Romain Grosjean hat sich zurückgezogen. Ja, es steht doch nicht ganz fest. Ich gucke gerade mal, wie es überhaupt neu aussieht in der neuen Saison. Ob da sich groß irgendwas geändert hat. Fährt hier für uns. Kimi, Magnussen ist klar. Oh, Russell, ja. Jordan King, unser ehemaliger Teamkollege, fährt jetzt für Williams und Russell ist ins Haas, in den Haas gestiegen. Das sehe ich gerade mal. Okay. Also scheinbar nur der eine Wechsel. Okay. Na gut. Ja, war schade, dass es regnet im Rennen, aber das müssen wir halt schon einkalkulieren. Okay, gehen wir rein ins erste freie Training. Los geht's. Ja, da sind wir wieder in Australien, starten die Saison 2. Kurz mal in die McLaren-Box geguckt. Ist lustig, dass wir natürlich jetzt das trockene Mischung für Australien haben. Naja, schauen wir einfach mal. Gehen wir mal rein. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. A bit like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Wir haben alles neu, auch die Teamanzüge sind neu, wie ihr das seht. So, dann wollen wir da schauen, ob wir hier ein bisschen was rausgeholt bekommen heute. Und das mit der neuen Lackierung. Um, ob wir da heute oder dieses Rennwochenende gutes Ergebnis rausholen. Nein, das ist unser Ziel. Neuer Antrieb, neues Auto, wie gesagt. Ja. Ich teste gerade mal so ein bisschen rein in das neue Team. Hinter uns ist ein Mercedes. Wahrscheinlich Bottas. Ja, es gab halt wie gesagt nur einen Fahrerwechsel. Und zwar war es zu Haas gewechselt. Grosjean ist ja raus. Und John King, der erste, am Anfang der ersten Saison für uns gefahren ist, bevor ich mitgeholt habe. Der ist neu in dem Auto.
Ja, wir sind die Bremse nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, es ist doch nicht. Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. Scheiße, das geht ja schon gut los, dass wir da ein bisschen. Dass wir da schon wieder gut anfangen. Ja, mich ärgert, dass das erste Rennen wieder verregnet ist hier. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, die erste Runde war natürlich alles andere als gut. Die zweite Runde soll jetzt ein bisschen besser werden. Es wird wahrscheinlich immer eine etwas bessere Rundenzeit jetzt. Out of fuel, you need to pit within the next two laps. 1:27.0. Leclerc, der vor uns jetzt fährt. Save the engine for the race. Wir werden noch ein bisschen Power zu machen. Das ist hier die letzte Runde fürs erste freie Training hier. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, wird leider keine neue Bestzeit werden. Die ersten, allerdings die beiden Sektoren waren jetzt die schnellsten, nur der erste Sektor, der war absolut mies, aber ja. Ja, der gute Auftakt, der ist jetzt ein bisschen. Ja. Hm.
Momentan sind wir wieder ein bisschen was da. Fallen wir ein bisschen zurück. Naja, erste freie Training nur Platz 14. Erwartet hatte ich ein bisschen mehr, erhofft hatte ich ein bisschen mehr, aber kann ja alles noch werden. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Bottas und Carlos Sainz. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, sorry, ich muss noch mal kurz drücken. So. Willkommen zurück. Bereit für ein weiteres Jahr mit meiner melodischen Stimme im Ohr? Wenn nicht, sag mir einfach, ich soll still sein. Es würde zwar meine Gefühle verletzen, aber ich kann's verstehen. Oh, der quatscht mal auf Deutsch, oder? Der quatscht ja auf Englisch. Gut, gehen wir rein ins zweite Freitraining. So. Dann schauen wir mal, was das freie Training, was die Softreifen bringen. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Warum auch immer meine Teamanzüge auf einmal sich geändert sind, sondern immer noch die alten Teamanzüge dabei sind, sehe ich gerade. Naja, muss ich mal Ausblick machen. Ja, Platz 14 ist natürlich alles andere als ein gutes Ergebnis, aber es kann ja noch werden. Moment, kurz was umstellen. Jetzt wieder auf niedrig. So, schauen wir mal, ob wir heute oder jetzt noch ein besseres Ergebnis rauskriegen. Mein Ziel ist es ja hier. Den Sponsor gibt es aber nicht, ob wir brauchen. Was hat er gesagt? 15 oder 35 Punkte oder so? Das kriegen wir schon irgendwie hin.
ersten Sektor gut. Gibt es in die letzte Kurve. Vorletzte Kurve, Entschuldigung. ...25,3 mit der auf Bestzeit. Scheiße. You've got front wing damage. Recommend you box for a new one. Weißt du, hinter mir ist ein Auto. Na komm, geh vorbei. Paris. Ja, scheiße, der kaputte Flügel. Aber ich bin nicht gut abgeflogen, aber ich konnte es Gott sei Dank irgendwie noch halten. Hamilton, Bestzeit 25,1, und da sind wir knapp dran an ihm. Scheint das mit dem Soft ein bisschen zu funktionieren, dass wir zumindest auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton sind. Das wäre okay, dann wären wir nämlich wieder bisschen mit dabei vorne. Der Weltmeister, den gibt es ja die Saison so lang, so schlank und so gut wie möglich zu ärgern. 2 Punkte waren es am Ende. Zwei Pünktchen waren es am Ende nur. So. Car repairs have set us back a little. So, gucken wir nochmal mit einem neuen Satz Reifen vielleicht nochmal was rauszuholen. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Die Rennanzüge kümmere ich mich noch, definitiv. Aber dann machen wir das zur nächsten Session oder zum nächsten. Zum nächsten Grand Prix-Wochenende. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, dass das irgendwie sich jetzt auf einmal erinnert. Warum das sich jetzt so geändert hat, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls sind wir wieder auf der Strecke zurück, weil nach dem Major mit dem kaputten Flügel. Oh Gott, dann ist 24-1. Ja, und haben wir noch 4. Vor unserem Teamkollegen übrigens aber. Nee, das klingt doch schon mal wieder so ein Erfolgsversprechen wieder. Das kann auch gerne so bleiben in der neuen Saison.
Ich fahre jetzt bewusst mal ein bisschen auf Mager, um Benzin zu sparen. Latifi, Williams verdrängt meinen Teamkollegen. Und leg nochmal nach, was seine Messer betrifft. Nächstes Auto, was vor uns ist, ist das Mickey Wind, auf 7 momentan liegen. Ja, Mick. Ja, danke, da hast du mir die Runde so kaputt gemacht. Und wenn du jetzt aufs Bremse gehst, dann habe ich... Warte, mir ich die Runde komplett kaputt gefahren. Ne, der fährt auch so schnell rum. Okay, dann ist es kein Vorwurf. Aber das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil die Runde da eigentlich eine gute Stelle der Runde war, weil der erste Sektor war zum Beispiel top. Macht das dadurch die Runde kaputt. Ja, das gefällt mir gerade nicht. Platz 4 ist es ja momentan, das bleibt auch dabei, weil die Reifen nach der Runde definitiv am Arsch. Schade eigentlich. Die Hoffnung lag ein bisschen mehr weiter vorne. We've only got 2 laps of fuel left. Weil die Hamilton-Zeit hätte ich gepackt. Die hätte ich noch packen können mit der Runde. Aber da schauen wir der gute Mick ein bisschen im Weg und sagt mir dann, nö, ist nicht. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ja, egal, passt schon. Dann müssen wir halt so mit leben. Ich denke, dass wir die Hamilton-Zeit gepackt hätten. Der K.O. kam in der letzten, im letzten Versuch. 34,9, das war echt nicht gut. Als
wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Ocon, Bottas und Sergio Perez. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Aber wir haben beide Ferrari schon mal hinter uns. Mit Vettel auf 8 und Leclerc auf 15. Also von daher, ja, haben wir da schon mal ein Team geschlagen, was auf jeden Fall schon mal vor uns stand. Aber wie gesagt, mal gucken, was drin ist in der neuen, was jetzt in dieser Saison drin ist. Wenn die neuen Eintriebseinheiten drin sind, dann gehe ich mal von aus, dass da noch ein bisschen, gehen wir noch, haben wir noch ein bisschen eine Möglichkeit, vielleicht nochmal einen Sprung zu machen. Alles klar, wir sind endlich wieder zurück und ich freue mich schon richtig auf die neue Saison. Allerdings habe ich noch ein bisschen zu viel Winterspeck auf den Rippen. Also wenn du mich brauchst, ich bin im Fitnessstudio. Ja, gut. Okay, dann gehen wir mal rein in Training Nummer 3. So. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Let's get a few laps under our belt. Aber auf die Straße wieder. Ich sag mal mit den Bremsanzügen, das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Das Ach, schade. Jetzt haben wir natürlich gedacht, dass wir da direkt ein Auto vor uns haben. Es ist Kimi Räikkönen, der da ein bisschen schneller als wir reagiert haben. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich die Möglichkeit habe, den. Oh, der geht aber auch ab, der Alpha da vor mir. Der möchte ja auf richtig. Der möchte wahrscheinlich schneller so fahren als wir. Also ich kann immer ein bisschen, dass ich auch die Möglichkeit habe, den zu überholen. So, gib ihm. So. Jetzt habe ich ihn mal ein bisschen abgehängt gerade.
25:0. We have 2 laps of fuel remaining. So, und jetzt eine Haas, der gleich irgendwann auftauchen könnte. Kimi jedenfalls ist hinter uns, was auch die Zeit betrifft. Und haben sie mal Erster. Aber wichtig wäre mir erstmal ein paar Punkte, das Auto zu stabilisieren in den Punkten. Und zwar jetzt fast jedes Rennen in die Punkte zu fahren. Und dann einfach gucken, was drin ist. Der 6. Platz in der Team-WM war sehr, sehr wichtig. Weil es halt richtig viel Geld gab. Jetzt wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. Also wie gesagt, die Top 5, Top 4 angreifen. Aber dazu muss noch mal ein bisschen mehr Leistung rein. Das erste Rennen ist natürlich schon mal das Bittere, dass es halt leider regnen wird. Aber dann kannst du es eh nicht. So, letzte Runde fahren wir noch und dann ist durch. Ja, das ist jetzt schon erledigt mit der Runde. This lap, please. Box this lap. So, er sagt jetzt gerade nochmal, dass wir gleich in die Box müssen, aber die Runde fällt doch zu Ende. Und dann schauen wir mal. Momentan sind wir Erster von Kimi Räikkönen und Jordan King. King, der ja den Williams fährt, also bitte nicht verwechseln, der hat. Ja, wir hatten den vor der Saison im, zu Beginn der letzten Saison hatten wir den ja im Auto. Hatte ich den als Teamkollege ausgewählt. Aber dann gab es die Möglichkeit, Mick zu holen und das war dann das große Ziel. Okay, this is the only session that we've got left to complete our acclimatization program. So let's get out there. So, dann ab auf die wieder mal durch. Wir müssen ein bisschen Zeit auf die Zeit achten auch. Ja, der Sprung geht jetzt ein bisschen. Der Weg jetzt geht wieder ein bisschen nach unten. Momentan nur ein 9. Zehnter sogar nur. So, und das haben wir's. Jo. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die 3 Bestplatzierten an. Bottas, Verstappen und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, aber scheinbar ist momentan genau nicht viel drin, was viele Punkte betrifft. Hamilton auch ziemlich weit nach hinten gerutscht, auf 9 momentan nur. Aber, naja. Gut, dann sind wir durch mit dem Qualifying, liebe Leute.
Natürlich mit dem freien Training, klar. Qualify kommt ja. Seht ihr dann morgen erst. Und jetzt wollen wir schon die Grundlagen setzen für das Rendern. Indem wir halt gutes Qualifying rausholen. Gutes Qualifying-Ergebnis reinfahren. So, gut, dann war's das für euch, für uns. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr.